Vielmehr möchte ich meinen ersten Gast jetzt vorstellen. Meine Damen und Herren, mein erster Gast, das ist Matthias Eggersdörfer, ein sehr talentierter Kabarettist. Mit einer Besonderheit, er ist immer schlecht gelaunt. Immer. Wenn Sie meinen, Sie haben Matthias Eggersdörfer schon lächeln gesehen, dann verwechseln Sie ihn. Das kann nicht sein. Ich habe ihn vor kurzem angerufen. Ich wollte ein bisschen diese Anmoderation vorbereiten. Hein? Aber er hat gleich aufgelegt, er war schlecht gelaunt. Nach dreimal hat er dann mit mir gesprochen und er hat mir gesagt, ja, ich bin deshalb schlecht gelaunt. Das kommt davon, weil ich bin Franke und bei uns in der Sprache ist es schon das Genervte, das Traurige. Bon, es gibt nicht nur das. Hein? Er hat die Schule komplett gehasst, hat er mir gesagt. So Mathe hat er gehasst, Physik hat er gehasst, Chemie hat er gehasst. Übrigens, es gibt eine neue Umfrage, 73% der Franzosen hassen Mathe. 73%, das ist fast jeder Zehnte. Plus, minus. Aber zurück zu Matthias Eggersdörfer. Eine Sache fand er toll, das war Kunst. Er hat Kunst studiert in Nürnberg. Parallel hat er schon Kabarett gemacht. Und da hat er nichts anderes gemacht, als was er auch im Leben ist. Er war einfach schlecht gelaunt, aber hat schnell Erfolg gehabt. In Hamburg hat er noch einen Zivildienst gemacht. Da war er auch schlecht gelaunt, weil er war frustriert, weil die Hamburger haben nie verstanden, dass er Franke ist. Die haben ihm immer gesagt, ja, ja, du bist Bayer. Er sagt, nein, ich bin Franke. Und er sagt, nein, ein Hamburger kannst du das nicht erklären. Er sagt, für Hamburger, alles, was südlich von der Elbe ist, das ist alles Bayern. So. Auf jeden Fall hat er dann weiter Kabarett gemacht, sehr viel Erfolg gehabt, viele Preise gewonnen, unter anderem den Hamburger Comedy-Pokal. Hein? Da haben sich die Hamburger sehr gefreut, dass endlich ein Bayer das gewonnen hat. Meine Damen und Herren, wir machen hier im Studio alle zusammen einen großen Applaus. Sie können gerne aufstehen bei Ihnen zu Hause, denn hier ist er. Bienvenue bei Alphonse und Gäste, Matthias Eggersdörfer. Guten Abend. Letzten Samstag habe ich gekocht mit meiner Frau. Was will man schon immer machen mit der Frau? Immer bloß plaudern oder spazieren gehen. Hängt er ja auch mal aus dem Heiz raus. Und dann haben wir gesagt, kochen wir halt einmal wieder. Es hilft ja nichts. Und an der Stelle muss man vielleicht erwähnen, was das Kochen anbelangt. Hat meine Frau ein wenig ADS. Also auf Deutsch gesagt, ich schneide eine halbe Zwiebel und dann kann sie sich anschließend schon nicht mehr gescheit mehr konzentrieren. Insofern scheiden mit meiner Frau längere Gerichte komplett aus. Ich kann mit meiner Frau nie ein Drei-Gänge-Menü kochen, die man in der Hälfte zusammenklappen. Dann haben wir so gemacht, dann habe ich bei uns ins Kochbuch geschaut und da stehen die ganzen Gerichte. Und wenn hinten beim Gerichtsnamen ein Sternle dran ist, dann weiß man, es ist ein Kurzgericht. Das kann man in einer halben Stunde kann man das zusammenkochen. Und dann schaue ich da, und dann ist da gestanden Königsberger Klopse mit hinten dran ein Sternle. Haben Sie das gewusst? Haben Sie gewusst? Haben Sie noch nie gekocht, Königsberger Klopse? Aber was kochen Sie so? Alles Mögliche. Aha. Aber noch keine Klopse. Klopse haben sie noch nicht. Aber haben sie gedacht, in der Sendung hocke ich mich trotzdem mal in die erste Reihe? Oder? Ja, noch dazu. Naja, ist halt super, ne? Haben sie es gegessen schon mal, Königsberger Klopse? Alles lecker. Na, ist so. Ich sag Ihnen ganz ehrlich, ich war überrascht, dass man das in einer halben Stunde kochen kann. Ich habe mir gedacht, was? Königsberger Klopse? Ich bin davon ausgegangen, da war der Lamm geschächtet. Herz, Lunge, Nieren rausgenommen, getrocknet. Ich habe gedacht, Königsberger Klopse, Vorbereitungszeit Minimum 4 Tage. Und aber dann ist da gestanden, das kann man in einer halben Stunde kann man das zusammenkochen. Und dann haben wir gesagt, dann kochen wir es halt. Dann habe ich in dem Kochbuch dann geblättert, bis das Gericht im Detail, bis das da beschrieben worden ist.
Und hat sich herausgestellt, Königsberger Klopse ist im Endeffekt nichts anderes als Fleischkichle. Sagt Ihnen das was? Fleischkichle? Wie sagen Sie dazu? Frikadelle? Wie bitte? Ah ja, Frikadelle. Ja, ist schön. Frikadelle. Delle nennt man bei uns, wenn man ein Loch im Kopf hat. Da sagt man, Delle. Naja, das führt jetzt zu weit. Nein, wirklich. Es wird halt nicht anbraten in Fett und Öl in der Pfanne, sondern naja, geschwenkt in der Suppe, ein wenig mit Kapern drin. Und in Fleischteig rein kommen ein wenig Sardellen. Aber im Endeffekt nichts anderes als. Sagen Sie es nochmal? Na, also, geht doch. Ja, und dann haben wir es auf jeden Fall gekocht. Und dafür, dass wir es das erste Mal gekocht haben, hat es wirklich geschmeckt, wo man sagen muss, nein, es war schon genießbar, aber beim Essen bin ich das Gefühl nicht losgeworden. Im Endeffekt nichts anderes als Frikadellen. Na, Sie lachen jetzt, aber das Problem, das ich habe, dieses Arschlochgefühl, diese Wurstigkeit, ich werde seit letzten Samstag nicht mehr los. Am Sonntag bin ich aufgewacht, in der Früh schaue ich aus dem Fenster, war es bewegt, und dann habe ich mir so gedacht, boah, im Endeffekt auch nichts anderes, bloß halt ohne Sonne. Halt. Und es hört nicht auf, das ist die ganze Woche nicht so gegangen. Da haben wir gedacht, na, jetzt musst du mal aktiv werden. Haben wir so für mich gedacht, in der Wochenmitte habe ich mir gedacht, jetzt kaufst du mal ein paar Kopfhörer. Hörst du ein wenig eine leichte, beschwingte Musik, ne? Um da eine positive Grundstimmung in den Organismus hineinzubringen. Bin dann in so einen Elektromarkt hineingewatschelt. Ich meine, das muss man auch mal sagen. In so einem Puff kommt ja nie all die Sau halt. Bin dann vor einem 28 Meter langen Kopfhörerregal bin ich gestanden. Und nach ungefähr 4,5 Stunden ist dann einmal einer auftaucht. Halt. Dann habe ich zu ihm gesagt, Sie, Monsignore, Entschuldigung, könnten Sie mir mal helfen? Da ist ein Kopfhörer für 27,80 und da hinten einer für 35,90. Was ist denn da der Unterschied? Und dann sagt er zu mir, es ist im Endeffekt das Gleiche. Wir können es nehmen, was Sie wollen. Es macht keinen großen Unterschied. Preislich tun Sie sich halt ein wenig unterscheiden. Aber was da nehmen, ist wurscht. Ich habe inzwischen Angst. Ich habe Angst, dass das immer so weitergeht jetzt in meinem Leben. Und vielleicht bis, dass ich gestorben bin. Und wer kann mir dann garantieren, dass es besser wird? Bin gestorben, fahre auf in den Himmel, komme an diese Empfangswolke, komme ich an. Da kommt der Herr Petrus anmarschiert und ich sage ganz freundlich zu ihm, grüß Gott. Und er sagt zu mir, es ist zu viel des Guten. Ich bin da bloß die Vorzimmerdame. Und dann plaudern wir eine Weile. Und dann sage ich irgendwann, sag ich zu ihm, Sie, sagen Sie mal, wo muss denn ich überhaupt hin? Und dann sagt er zu mir, da ninde. Und dann schaue ich hinter ihm, ist eine Tür, wo drüber steht Himmel, Querstrich Hölle. Und dann sage ich, hä? Ja, sagen Sie mal, ist da kein Unterschied oder was? Und dann sagt er zu mir, boah. Boah, sagt er, das ist im Endeffekt das Gleiche. Bloß Hölle ist ein wenig mit Sardellen. Ja, das ist Heinrich Filsner, das ist so dein Kumpel, Matthias, nicht? Das ist mein Freund, ja. Und, du kriegst praktisch zusammen mit ihm auf. Ja, er spielt Tuba und ich erzähle dir zwischen der Geschichte. Ja?
Aber jetzt zum Beispiel, du erzählst nicht. Also erzähl ein bisschen, wo kommst du her? Wo ich herkomme? Ich bin in Nürnberg geboren und in Lauf haben sie mich großgezogen. In was? In Lauf, rechts der Pegnitz. Lauf rechts der Pegnitz, das gibt es. Ja, es gibt auch Lauf links der Pegnitz, aber ich bin Lauf rechts groß geworden. Ja, was ist der Unterschied zwischen Lauf rechts und Lauf links? Lauf links ist das Klärwerk und die Deberles-Schule und Lauf rechts ist der Tennisplatz und das Gymnasium. Ja, auch nicht schlecht. Sag mal, die Sendung ist so gut wie zu Ende jetzt und es ist spät. Hättest du Lust, vielleicht für unsere lieben Zuschauer so was zu erzählen, damit die schöne Träume haben? Ja, sollen sie vielleicht noch Äpfel rein oder Banane zerdrücken und essen und sie dann gleich ins Bett legen und schlafen? Ja, finde ich auch gut. Dann machen Sie das, meine Damen und Herren, machen Sie es gut. Was würdest du sagen, ist die Sendung fertig jetzt, oder? Ja, mir langt es jetzt absolut halt. Ja. Dann machen wir es. Tschüss, meine Damen und Herren, vielen Dank, dass Sie mit